Alter, was geht ab, Leute? Hunger auf dem super saftig Kanal. Shisha bedeutet, zumindest auf, seit dem neuen Kanal ist das Tradition, immer so Real Talk, Crypto Talk, Finanz Talk, einfach eine Runde talken. Weil anscheinend haben es mehrere Leute nicht mitbekommen. Wir leben noch, ich lebe noch, meine Jungs leben noch. Und es gibt einen zweiten Kanal, Euda heißt er mit Ausrufezeichen und EU. Es gibt auch einen Euda-Kanal mit OI und Fragezeichen, also Euda Fragezeichen. Darauf gibt es nichts, aber vielleicht irgendwann mal. Und ja, einige haben es nicht mitbekommen. Das letzte Video hier auf dem Super Saftig Kanal ist Nachricht aus 2020 an 2022. Das ist so ein Prediction-Video, das wir am Anfang des Jahres oder Ende des Jahres gedreht haben, was so unsere Ziele, Erwartungen und so sind für das kommende Jahr. Und das wird in einem Jahr dann immer hochgeladen. Am 1.1. des nächsten Jahres wird es dann immer freigeschaltet, veröffentlicht. Und dann reagieren wir drauf und schauen, was so alles passiert ist. Ein paar verrückte Predictions hatte ich da. Unter anderem Krypto-Millionär. Und das ist tatsächlich dann auch wahr geworden für eine Weile. Jetzt bin ich es nicht mehr. Haben wir auch für das nächste Jahr gedreht, also für 2022. Das wird am 1.1.2023 dann hochgeladen und darauf veröffentlicht. Hochgeladen ist es schon. Krass, dass schon 7 Monate vergangen sind. Also mehr als die Hälfte bis zum Video. Und das machen wir dann jedes Jahr. Erst wird es dann immer veröffentlicht. Und wir reagieren drauf, drehen dann das Video für das kommende Jahr und so weiter und so fort. Ich kann mich gar nicht erinnern, was ich jetzt für das 2022 Video alles für Ziele und Predictions gemacht habe. Seid gespannt. Aber ja, es gab schon lange kein Video mehr hier. Hab eine Menge Nachrichten bekommen, dass die Leute gar nicht mal gewusst haben, dass wir einen neuen Kanal haben. Darauf gibt es eigentlich nur Daily Vlogs. Vloggen ist mein Ding. Vloggen ist eigentlich dasselbe wie die Pogo-Videos, halt nur minus den Pogo-Teil. Und macht mir Spaß. War jetzt oder ist jetzt keine Priorität von mir, da irgendwie durchzustarten oder damit Geld zu verdienen oder so. Krypto läuft immer noch gut, trotz des Crashes lebe ich tatsächlich davon, also wirklich tatsächlich von Krypto, nicht von irgendwie den Leuten irgendwas verkaufen, irgendein Coaching oder irgendeine Gruppe oder irgend so ein Pyramidensystem, Network Marketing System oder irgendwas den Leuten aufdrücken, sondern ich lebe tatsächlich von Krypto und dementsprechend mache ich YouTube nur zum Spaß. Und da hatte einer aus der Community, Kuss geht raus an den ehemaligen Sascha sechsstellig, weil momentan sind wir in einem kleinen Krypto-Bärenmarkt-Crash und der Kollege ist wahrscheinlich nicht mehr sechsstellig. Aber trotzdem, Kuss geht raus. Er hatte die Idee, den Vorschlag, auch wenn YouTube nicht meine Priorität sein sollte und ich da auch nichts Größeres verfolge. Wenn ich es weiterhin auf dem Super Saftig-Kanal hochlade, dann ist die Chance gleich null, dass das irgendwann mal jemals, auch wenn ich es nicht will, groß wird. Wegen dem Algorithmus, der ist halt viel zu fest auf Pokémon Go festgefahren. Klar, wir hatten auch ein paar Ausreißer mit Food, die in den Food-Algorithmus reingekommen sind, aber größtenteils hat der Pogo-Algorithmus halt dominiert, immer noch. Der ist halt viel zu stark festgefahren auf dem Kanal. Und er meinte, und er hat halt vorgeschlagen, ja, mach halt einen neuen Kanal, selbst wenn ich es nicht aktiv verfolge oder meine Priorität ist, hat der zumindest das Potenzial, irgendwie einfach so in den Algorithmus zu kommen und dann da durchzustarten und dann nebenbei, wieso nicht, zumindest Potenzial zu haben. Und da ist auch ganz interessant zu sehen, dass das ein frischer Kanal ist, hier und da ein paar Sachen höher gerankt werden und da besser ankommen. Da sind zum Beispiel 2 Autofahrvideos, die sind ein bisschen stärker durch die Decke gegangen als die restlichen Videos oder auch wenn ich über crypto.com gehe, sieht man auch, ist das Interesse größer, wird das Video wahrscheinlich Leuten öfters vorgeschlagen. Sehr, sehr interessant, darüber habe ich mich auch mit Spieletrend mal unterhalten, also werde einfach Autofahr-YouTuber, weil die 2 Autofahr-Videos echt komisch, dass die so viel besser ankamen. Ja, auf jeden Fall habe ich auf Insta letztens was gepostet, da haben wir nämlich 500 Abonnenten vor einer Weile geknackt, nicht zu lang her. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei 600. Klar, im Vergleich zu was hier auf Super Saftig habe, ist das nichts. Aber trotzdem, wir gehen da Richtung 1000. Feedback ist stark, Community stark. Ich habe da meinen Spaß und den Leuten gefällt es. Feedback ist sehr gut. Und da habe ich das mal auf Insta gepostet und da haben auch echt viele geschrieben, yo Hong, ich wusste gar nicht, dass 2 Kanäle am Start ist. Ich dachte, du wärst weg von der Bildfläche und sowas. Deswegen dachte ich mir, gebe ich noch mal ein Lebenszeichen hier für alle, die es nicht bemerkt haben, die es nicht gecheckt haben, dass wir noch einen Kanal haben, dass da noch Vlogs laufen.
Dieses Jahr bin ich eine Menge gereist. Ich war in Dubai, hatte da echt eine geile Zeit. Dann war ich mit Barış unterwegs, einen Monat. Wir haben uns Tesla ausgeliehen und haben so eine kleine Deutschlandtour gemacht. Haben in jedem Bundesland Döner gegessen, haben die Community getroffen. War auch sehr, sehr episch. Da hatte ich eine kleine Österreich-Tour und jetzt war ich in Zypern / Libanon mit einem Krypto-Kollegen. War auch richtig geil. Also die Vlogs sind geil und machen mir auch mega viel Spaß. Deswegen könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wie gesagt, das Feedback ist gut. Auch gerade eben, ungeplant, hat einer mir geschrieben. Er meinte, hey, hier ist Fabi. Ich wollte dir nur positives Feedback geben für deinen neuen Kanal. Ich schaue super gerne die Videos von dir. Bin gespannt, was noch so kommt. Ist auch in Krypto drin und fühlt sich inspiriert. Das freut mich zu hören. Ich habe seitdem tatsächlich auch wieder angefangen, ja, zu spielen, kann man nicht sagen, Pokémon Go. Ich habe aus persönlichen Gründen, wollte ich Level 50 werden, habe ich auch gemacht. Ende 2021, irgendwann Dezember, habe ich angefangen damit. Und im Mai, also ein halbes Jahr später, wurde ich dann auch. Und ich habe es nicht wirklich aktiv gespielt, immer so nebenbei. War ganz cool, ja. Es gab ein paar Sachen, die haben mir nicht so gefallen. Im Großen und Ganzen Road to 50 war schon geil. Raiden war ziemlich mühselig, vor allem legendäre Raids und ich bin in keiner Gruppe mehr oder so. Aber habe jetzt Level 50 erreicht. Und wie gesagt, aktiv spiele ich es aber nicht wirklich. Und hauptsächlich mache ich nur Geschenke auf oder verschicke Geschenke halt aus den verschiedenen Städten, Ländern, wo ich halt momentan mich rumtreibe. Versuche eigentlich momentan jeden Monat ungefähr eine Reise zu machen. Genieß mein Leben, reise viel, Spaß mit meinen Freunden, esse immer noch gutes Essen. Alles halt in den Daily Vlogs. Hab jetzt auch überlegt, vielleicht spontan zum GoFest zu fahren. Das wäre, ist eh, glaube ich, das erste GoFest, deutsche GoFest seit Corona. Also an sich habe ich nichts verpasst. Aber ich weiß, ich kann halt nicht so lange Pokémon Go zocken, weil mich das Spiel wirklich kaum interessiert. Besser gesagt, es interessiert mich gar nicht. 0,0. Immer noch. Sorry, Leute. Aber ein paar Leute treffen, zum Beispiel Spieletrend, mit dem bin ich immer noch sehr gut. Habe mich auch privat ein paar Mal mit ihm jetzt getroffen und ich habe überlegt, ein Foto auszudrucken, weil er hat ja so einen Stand. Autogrammstunde, komme ich mit dem Foto, was wir letztens gemacht haben, und hole mir ein Autogramm. Solche Sachen. Auch mit Couple of Gaming bin ich noch. Die folgen mir immer noch. Ich war jetzt in Libanon und die haben mir ein paar Vorschläge gemacht, weil die auch vor kurzem in Libanon waren. Und die haben mir jetzt auch angeboten, für Sonntag haben die noch einen Promocode. Ich weiß nicht, ob das Top Zyklus ist oder ob ich das so sagen darf, aber die haben mir einen Code angeboten für Sonntag. Aber ich bin da noch sehr unentschlossen. Weil das Spiel mir halt keinen Spaß macht. Mich interessiert das Spiel nicht. Ich würde halt aus anderen Gründen nach Berlin fahren. Auf dem Weg nach Berlin würde ich zum Beispiel Leipzig stoppen und eine Kollegin treffen und so. Deswegen auf spontan, wirklich auf mega spontan, mache ich mir jetzt noch ein paar Gedanken, ob ich in Berlin bin. Und wenn, dann Sonntag, also Samstag würde ich wahrscheinlich fahren und dann Sonntag, dann irgendwie Montag dort noch chillen und Dienstag wieder heim oder sowas. Vielleicht sieht man sich, seid sich überrascht, wenn ich auf einmal da sonntags rumlaufe. Aber ja, ich wollte einfach nur mal Bescheid geben, ein Lebenszeichen von mir geben, noch ein paar Leute abholen, die es nicht gecheckt haben, gerafft haben, dass ich einen neuen Kanal habe. Wir haben da unseren Spaß. Videos kommen gut an. Falls euch mein Leben, meine Person noch interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Falls euch Krypto interessiert, schaut einfach vorbei. Mir geht's gut. Man sieht sich am 01.01.2023. Da kommt das Einjahres-Prediction-Video raus. Und dann ein Jahr drauf nochmal. Und alle Jahre weiter so. Das war's von mir, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das am Ende von auf dem Kanal hier sagen sollte. Normal sage ich mal, wenn man liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin und DeFi, Crypto Cashflow generieren. Ich weiß nicht, ob das hier so viel Sinn macht. Serious Business und ciao.